Aber wir haben jetzt eine Stichprobe und unsere Stichprobe sind 2 und 5 und wir haben einen alten Erwartungswert, μ0 gleich 3. Und wir wollen jetzt schauen, hat sich der Erwartungswert von dieser Stichprobe signifikant verändert, ja oder nein? Dazu haben wir zwei Hypothesen. Die eine Hypothese, die Nullhypothese, sagt, es hat sich nichts geändert. Das heißt, unser Erwartungswert von der Grundgesamtheit, von der wir jetzt eine zweielementige Stichprobe genommen haben, hat sich nicht geändert. Und die Gegenhypothese, von der wir noch gar nicht genau wissen, hat sich jetzt nach oben oder unten verändert. Dazu berechnen wir erstmal das x quer. Das x quer, das ist der Durchschnitt von diesen beiden. So wie ein Notendurchschnitt würden Sie den rechnen. Das ist 2 plus 5 halbe, das ist 3,5. Also irgendwie ist das mehr geworden. Ja, wenn Sie das als Preise zum Beispiel sehen, dann würden Sie sagen, okay, wir haben einen Durchschnittspreis von 3, dann haben Sie jetzt mal zweimal das Produkt gesucht. Einmal hat es 2 gekostet, einmal 5. Dann würden Sie sagen, na gut, 2 plus 5, 3,5, das ist also teurer geworden. Ja? Okay, das heißt, das μ0 ist 3. Sie würden sagen, der neue Preis ist teurer, das μ neu ist also größer als μ0. Und wenn das teurer wird, dann ist das ein sogenannter rechtzeitiger Test. Das bedeutet, wir haben einen rechtzeitigen Test. Und jetzt müssen wir, damit wir den T-Test anwenden können und weil wir keine Standardabweichung gegeben haben, die empirische Standardabweichung rechnen. Ja, die empirische Standardabweichung S rechnen wir als 2 minus 3,5. Da müssen Sie jetzt den neuen x-quer nehmen, nicht den alten μ0, wie ich es vorhin machte. Den neuen x-quer nehmen zum Quadrat und müssen dazu addieren 5 minus 3,5 zum Quadrat und das dividieren Sie dann durch n, die Anzahl, okay, wir haben hier eine winzige Stichprobe, haben wir also zwei Werte, also durch 2, aber Sie wissen, bei der empirischen Varianz müssen Sie hier noch eins abziehen. Und vergessen Sie nicht, wir haben jetzt die empirische Varianz, das ist ja das s Quadrat, wir brauchen aber die empirische Standardabweichung, müssen da also noch die Wurzel draus ziehen. So, und 2 minus 3,5 ist 1,5 zum Quadrat ist 2,25 plus hier nochmal 2,25 durch 1 und daraus die Wurzel. Wir kriegen also raus Wurzel 4,5. Das ist also etwa unsere Standardabweichung. Empirisch. Okay, jetzt setzen wir an und sagen, wir rechnen das t aus. Und Sie erinnern sich, das t war ja x quer minus μ0 durch s mal Wurzel n. Das sieht aus wie eine Z-Transformation. Ja? Daher, das wird dann wohl das hier dann etwa das Ähnliche sein. Da geht es eben auch um Stichprobenverteilungen. Daher kommt das Wurzel n. So, jetzt haben Sie das x quer. Das x quer ist 3,5 minus 3 durch 2. Das ist der hier mal Wurzel aus n. Wurzel n ist hier aber 2, nicht durch 2, natürlich durch s. Wurzel n ist aber Wurzel 2, also weil n gleich 2 ist. Und die Standardabweichung war ja Wurzel 4,5. So, jetzt müssen Sie diesen Wert rechnen. Das ist also 2, da kann man die Wurzel ziehen, kann das nicht sein? Wurzel aus 2 durch 4,5, die ist doch brav, die ist nicht. Nochmal, Wurzel aus 2 durch 4,5, die ist brav, stimmt, das ist tatsächlich hier 2 Drittel. Das ist also hier 1/2 mal 2 Drittel und das ist 1 Drittel. Ja, also wie gesagt, das ist eine brave Wurzel, hätte ich auch im Kopf rechnen können. Aber zu fortgeschrittener Zeit kann ich das nicht mehr. Gut, also das heißt, da kommt dann hier 1 Drittel raus, das heißt, das t ist 1 Drittel. Und wir müssen uns jetzt die Gesamtsituation anschauen. Ja, wir wissen ja, wir haben so eine Normal, die T-Verteilung ist ja etwa eine Normalverteilung. Hier ist dann irgendwo an exponierter Stelle die Y-Achse, hier ist die X-Achse, so sieht es dann etwa aus. Und wir haben festgestellt, dass wir einen rechtzeitigen Test haben. Jetzt brauchen wir ein Quantil. Das heißt, wir müssen rechnen groß T von Anzahl der Freiheitsgrade. Anzahl der Freiheitsgrade, haben wir gesagt, ist bei der Stichprobe n minus 1. Also das heißt, Sie haben hier zwei Elemente in der Stichprobe, 2 minus 1 ist 1. Und weil es ein rechtzeitiger Test ist, müssen Sie hier 1 minus Alpha angeben. Und das Alpha war ja hier gleich 0,1 als Signifikanzniveau angegeben.
Also brauchen Sie hier T von 1,09. Und den lesen wir jetzt aus der Tabelle ab. Oder können Sie mir den noch sagen? T1,09, der wäre plus 3,078. So, also das heißt irgendwo hier bei 3,078, dort wäre die Grenze. Das ist das Quantil oder der Schwellwert. Also das ist die Grenze. Und da ich mich links von der Grenze befinde bei 1/3, ja, da bin ich ja weit links von der Grenze. Deswegen müssen wir hier H0 annehmen. Hier ist also der Annahmebereich und hier hinten ist der Ablehnungsbereich. Das heißt, wir müssen schon über 3,08 raus, dass wir die Hypothese ablehnen. Das heißt, die Nullhypothese, das hier wird hier angenommen, das hier wird hier verworfen. Und jetzt